Guten Morgen und willkommen bei Animal Crossing Let's Go to the City Let's Play. Ja, heute werden wir irgendwas machen. Gestern haben wir die Arbeit beendet. Ich hoffe, euch gefallen auch die Slenderman-Videos. Und wir beginnen heute mit dem Postlesen. Von der ADSH. Und die ist nicht gerade sehr interessant, also werden wir sie auch nicht lesen. Wir sagen einfach mal guten Morgen aufhört. Und begeben uns auch sofort zum Laden. Wenn wir Geld hätten, aber wir dürfen uns bestimmt das Geld aus dem Club leihen. Hier habe ich ja gestern so ein Ding geklaut. Gut, wir werden dann sofort einen Kescher kaufen, wenn es einen gibt. Wie ich sehe, gibt es heute einen Kescher. Das ist doch mal schön. Ja, wir sind überall Kescher vorbei. So, es ist 8 Uhr. Oh geil, ich mag den Computer. Er kostet 1720 Sterne. Dann müssen wir uns mal die Suche nach Geld machen. Es ist nämlich 8 Uhr und noch ziemlich früh. Ah, ich habe mich gerade gewundert, hä, warum sind hier Orangen? Natürlich, weil eine von meinen Figuren hat hier einen Orangenbaum gepflanzt. Dann werden wir diesmal erweitern. Wir werden überall da pflanzen, wo noch nicht so viel grün ist. Zum Beispiel hier ist noch ein Loch, da könnte noch eine Orange rein. Und da sehen wir auch schon eine Libelle. Die wird es auch gleich sofort. Boah, was haben wir denn alles für Specs? Ja, jetzt ist sie natürlich weg. Wir werden einfach mal mit der Schaufel gegen diesen Stein hacken. Okay, es kommt kein Stern raus. Und hier kommt Geld raus. Also, falls ihr es noch nicht wisst, haut immer mit der Schaufel gegen den Stein, denn dann kommt mindestens 5000 Sterne raus. Und schon haben wir nicht genug Platz in den Taschen. Ich hoffe, euch gefallen auch die Let's Play-Videos. Mir gefallen sie bis jetzt, außer wegen dieser Kameraeinstellung, die ich weiß, die ist ein bisschen scheiße, aber wird schon gehen. Mein kleiner Bruder ist jetzt beim Arzt, aber nicht der Felix, sondern der ganz kleine, der Elias, der gestern auch beim Party-Video mitgemacht hat. Heute können wir wieder einen Haufen von Haufen Videos machen. Und ihr wundert euch bestimmt, warum ich zu Hause bin. Ja, ich darf heute noch zu Hause bleiben. Und deswegen können wir heute sehr viele Videos drehen. Gut für euch. Ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Dann werdet ihr heute mal das Haus von meiner Freundin sehen. Also von Lissys Freundin, das bin ja ich. Also diese Figur, das bin ja ich. Ach man, bescheuer. Hacken wir noch einmal gegen. Und da ist ein Geschenk. Haben wir eine Schleuder? Haben wir eine? Ja, haben wir.
ist dieses geheimnisvolle Geschenk? Liegt es etwa noch da? Wo ist es denn hin? Ah, da ist es. Ah, hier. Und was in diesem geheimnisvollen Geschenk ist, werdet ihr später sehen. Oh, in dieses schöne Haus, hier können wir leider nicht rein. Ja, es sieht sehr toll aus, aber meine Figur hier hat bestimmt zugemacht. Ja, und hier ist ja auch schon die Grazia-Tussi. In schicken Unterhosen. Morgen werden wir dann auch in die Großstadt gehen, aber als erstes kaufen wir uns den Computer. Und dann werden wir auch gleich Geld verdienen, um das Haus zu vergrößern können. Jeder in der Familie braucht doch einen Computer. Sorry, ich bin leider noch sehr müde. Und wenn wir gleich zu Hause angekommen sind, werden wir auch gleich sehen, was sich hier verbirgt und was in diesem Geschenk ist. Ein Geräusch. Ein Mini-Echoid. Sehr schön. Und mal gucken, was hier dran steht. Glückwunsch, heute hat Olivia Geburtstag. Wünscht Olivia alles Gute im neuen Lebensjahr. Und das haben wir geschrieben. Kommt zu TN. Ja. Und dann werden wir uns auch gleich ansehen, wie dieser Geräusch aussieht. Vielleicht können wir die dann ja auch sammeln und so weiter. Das müssen wir ganz viele davon haben. Okay, wir werden gleich mal diesen hässlichen Presslufthammer hier wegmachen und den Computer dort hinstellen. Oder wir sehen erst, was in dem Geschenk ist, aber was da sich wirklich verbirgt, seht ihr später. Schick! Und wie sieht der aus? Der sieht ganz schön hässlich aus. Okay, den machen wir mal in den Schrank. Presslufthammer, Jungsgewase, sowas. Gerollt. Teppich. Ach ja, den Teppich wollten wir uns noch ansehen. Das ist ein Astanschrank. Schick, das behalten wir gleich da. Ruhestern. Der geht mir jetzt auch langsam auf die Nerven. Dann werden wir jetzt gleich mal auf Geldsuche gehen. Da ist ein Marienkäfer. Oh, wie süß. Den können wir auch verkaufen. Und hier ist auch schon ein Schmetterling. Er hat sich in meinem Netz geschmettert. Eine Heuschrecke. Es ist immer lustig, die zu verfolgen, aber jetzt ist sie auch schon weg. Hey Lissy, ich bin froh, dass du da bist. Könntest du etwas für mich tun? Die Welt ist unheimlich, oder? Voller Gefahren und Überraschungen. Man weiß nie, wann man in den Schatten... Wann
wann jemand in den Schatten lauert und nur darauf wartet, sich anzuspringen. Ich will ja keine Angst einjagen, Hula, aber vielleicht sollten wir unsere Fähigkeiten im Verstecken trainieren, bevor es zu spät ist. Und wenn du fragst, ist Versteckenspielen dafür bestens geeignet, was sagst du dazu? Dann werden wir mal Verstecken spielen. Das ist doch immer lustig. Aha, Mausbert und Börse machen auch mit. Wir bekommen 15 Minuten Zeit, aber so viel Zeit brauchen wir auch nicht. Okay, die lassen wir jetzt mal. Oh, aber diese Feder will ich fangen, das ist so selten. Eine Albino-Anbeterin. Guck mal überall, wo die Leutchen hier sein könnten. Ups, ich habe gerade eine Pflanze kaputt gemacht. Ah, eine haben wir schon gefunden. Ein Geräusch. Sorry, aber ich musste das jetzt unbedingt austragen. Versteckenspielen werden wir schon gewinnen. Und da haben wir auch schon den zweiten gefunden. Ach, du hast nicht Käse. Du solltest das täglich trainieren. Du musst was aus deinem Naturtalent machen. Willst du nicht Versteckenspiel-Weltmeister werden? Ha. Hey, da versteckt sich noch immer einer, stimmt? Nur nicht aufgeben, Käse. Okay, dann müssen wir schnell noch den anderen finden. Mal schauen. Hier versteckt sich keiner. Okay, sehr leicht ist das hier nicht mit dem letzten Spieler. Den werden wir jetzt gleich mal fangen. Aha, einen Knochenhecht gefangen. Der ist nass bis auf die Knochen. Schick. Den können wir dann noch ins Museum bringen. Nachdem wir die letzte hier gefunden haben.
gucken jetzt nochmal überall. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Schaffen wir. Okay, wir sind hier echt zu blöd, diesen Bär zu suchen. Und hier ist auch schon wieder was auf dem Boden. Einfach. Yeah, wuhu! Jetzt müssen wir weiter suchen. Vergesst auch nicht, zu abonnieren, damit wir dann auch irgendwann ein Wir klären auf Video machen können. Dann müsst ihr uns ganz viele Fragen und Kommentare schicken. Und so weiter. Ach Mann, wo ist denn die Alte? Das geht doch nicht. Jetzt habe ich alle mal sofort gefunden. Willst du? Oh, sorry. Lass auf Knabber. Mir gefällt. Ich habe jetzt keine Zeit. Mann, habe ich langsam keinen Bock mehr, die zu suchen. Oh, da hinten ist ein Schmetterling. Den fangen wir. Oder wir sehen erstmal, was auf dieser Markierung hier ist. Noch ein Geräusch. Langsam habe ich echt keinen Bock mehr, diese Tussi hier zu suchen. Oh, hier ist der Schmetterling. Ein Raja. Rocket Schmetterling. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Mensch. 5 Minuten. Die kann doch nicht so weit sein. So langsam denke ich, dass die Alten sie nur verarscht. Und noch eine Markierung auf dem Boden. Also dann verabschiede ich mich erstmal für diesen Teil des Parts. Also es geht dann gleich weiter. Ciao.